Hallo, in diesem Tutorial geht es heute um den A-Dur-Akkord. Wie setzt er sich zusammen? Logischerweise aus A-Dur-Tonleiter. Oft wird immer behauptet bei Gitarrenschülern, dass der A-Akkord der erste Akkord ist. So kann man es nicht sagen, weil wenn du dir die Quintenskala mal einmal ansiehst, steht ganz oben C-Dur. C-Dur ist deswegen, weil sie keine Vorzeichen haben. Beim A-Dur haben wir aber drei Vorzeichen. Das sind die sogenannten Kreuze. Die findest du auf meinen vorgefertigten Unterlagen, die ich dir kostenlos zum Download anbiete auf meiner Seite. Es sind hier drei Kreuze, die du siehst. Und die bedeuten, dass ein Ton um einen halben Ton erhöht wird. So, die Tonleiter setzt sich zusammen aus A, H, Cis, D, E, Fis, Gis und A. Und jetzt spielen wir mal auf der obersten Ebene die A-Dur-Tonleiter. Dann fangen wir doch zuerst mit unserer A-Seite an. Das ist diese hier, unterhalb der E-Seite. A. Nächster Ton wäre das H. Zweiter Bund auf der A-Seite. H. Und jetzt kommt schon unser erster Halbton ins Spiel. Statt dem C, das ja auf dem dritten Bund liegt, gehen wir auf den vierten Bund der A-Seite und dort liegt das Cis. Und der nächste Ton wäre dann das D. Und das ist wiederum unsere offen gespielte D-Seite. Ich spiele es noch einmal. A. H. Cis, So, jetzt könntest du natürlich schon mal deinen ersten Lick spielen. Jetzt weißt du, wo aus der Country-Szene immer dieses Intro kommt. Dam, 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 dam. Ja? So, kommen wir aber zum nächsten. Zum fünften Ton in der A-Dur-Tonleiter und das ist das E. Den finden wir wieder am zweiten Bund der D-Seite. E. Das kannst du auch überprüfen mit deiner tiefen E-Seite. Ja, das ist Ton E. Und jetzt kriegen wir den nächsten Halbton, nämlich nicht das F, sondern wir spielen das Fis. Und danach folgt noch ein Halbton und das ist das Gis, weil wir eine Kreuztonart sind. Gis. Und du findest das Gis am ersten Bund deiner G-Seite. Und Abschluss, der achte und letzte Ton in der A-Dur-Tonleiter, das A. So, und wenn du jetzt den A-Dur nimmst, der einfache A-Dur, geht folgendermaßen: zweiter Bund D-Seite, zweiter Bund G-Seite mit dem Grundton und zweiter Bund H-Seite. Das ist der hier unten. Dann hast du hier das Cis, A und E. Das E ist die Quinte. A der Grundton. Und Cis ist unsere Terz. Und jetzt nur diese drei Saiten würden diesen Akkord ergeben. Wie ich schon in einem meiner Videos erwähnt habe, gibt es aber in der Musik keine Dogmen. Lediglich die Tonleitern sind nun mal vorgegeben. Du musst nicht dieses E nehmen. Du könntest auch deine tiefe E-Saite nehmen. Das klingt dann so. Das findest du zum Beispiel in dem Song Tears in Heaven von Eric Clapton. Der spielt nämlich das A so mit der tiefen Bass-E-Seite. Er nimmt also die tiefe Bass-E-Seite als Quinte. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Weihnachtslied spielen möchtest,
dann kannst du auch diesen Akkord wieder verändern. Und wenn du jetzt nur auf den Melody-Saiten spielst, also auf deinen Nylon-Saiten oder auf den hohen, auf den dünnen Stahlsaiten deiner Western-Gitarre, dann nimmst du dir hier den Grundton, Terz und die hohe E-Saite nimmst du als Quinte. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein wenig weiterhelfen, damit du auch mal weißt, wie sich die Akkorde überhaupt zusammensetzen. Und denn daraus ergibt sich nachher auch die Melodie, sowie aber auch aus der Terz und Quinte das Solospiel eines Solo-Gitarristen bzw. Lead-Gitarristen, der den Sänger jetzt wieder führt mit seinen Breaks, damit der Sänger nicht die Orientierung verliert. Sollten dir also meine Videos gefallen haben, würde es mich freuen, wenn du es weitererzählst. Falls nicht, behalt's bitte für dich. So long und bis zum nächsten Mal. Tschüss.